Es ist grauenvoll. Ich kann nur noch an das eine denken. Ich kann an nichts mehr anderes denken als an dieses Bild. Das Wesen auf dem Bild, es starrt mich an. Mit seinen leeren, schwarzen Augen, die mich die ganze Zeit verfolgen. Ich rede dir mehr lange ein. Es ist nur ein Bild, aber immer wenn ich an dieses Bild denken musste, bekam ich eine Angst, wie ich vorher noch nie in meinem Leben erlebt habe. Immer wenn ich meine Augen auch nur kurz schloss, sah ich es. Bei jedem kleinen Zwinkern sah ich diese Gestalt. Dieses Wesen verfolgte mich überall hin. Ich musste es ständig an es denken. Und in meinen Träumen lachte dieses Wesen schaurig. Aber immer, wenn ich dieses Wesen sah, spürte ich es. Ich spürte, dass es genau hinter mir steht und mir in den Nacken atmet. Ich spüre die eindeutige Präsenz dieses Wesens. Manchmal, wenn ich nachts wieder von einem dieser Träume aufgewacht bin, hörte ich noch viele Stunden, die ich da wach in meinem Bett lag, dieses grausige Lachen aus meinen Träumen. Manchmal passierte aber auch noch etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe ein sehr kleines Zimmer mit einem großen Fenster. Und rechts habe ich so eine Wand, wo alle Bilder von meiner Familie hingen. Eines Nachts erschien an allen diesen Bildern ein anderes Bild. Das Bild, von dem ich jede Nacht träumte, mit diesem grausamen Wesen. Ab und an hörte ich auch ein Rütteln am Fenster oder sah davor eine Gestalt vorbeihuschen. Das wiederholt sich jetzt jede Nacht, wobei ich jeden Früh wieder vergesse, wie das Bild eigentlich aussieht. Auch jetzt, wo ich diesen Text schreibe, spüre ich die deutliche Präsenz von diesem Wesen. Und sicher, wenn ich das nächste Mal die Augen schließe, sehe ich es auch wieder. Der Mann neben dir. Stell dir vor, du fährst Bus. Ihr seid schon etliche Stunden unterwegs. Du bist schon fast beim Einschlafen. Nachdem du dir ein altes Buch von deiner verstorbenen Mutter durchgelesen hast. Außer dir sind nur 4 andere Leute im gesamten Bus. Es ist sehr spät. Du schaust aus dem Fenster und hörst Schritte. Und siehst in den Fensterscheiben durch die Spiegelung einen Mann in einem schwarzen Mantel. Er setzt sich neben dich. Du schaust auf den anderen Sitz, doch er ist nicht da. Die anderen Leute scheinen ihn auch gar nicht wahrzunehmen. Er schaut mit seinem alten Gesicht zu dir und sagt die überraschenden Worte: Ich bin tot. Daraufhin steht er auf und scheint auszuschalten. Doch der Bus hielt nicht an. Du schaust aus dem Fenster und siehst einen Krankenwagen und Ärzte, die mit einem hoffnungslosen Blick einen toten alten Mann mit einem schwarzen Mantel in ihren Wagen einladen. Das waren diese Creepypastas. Das waren jetzt 2. Sorry, wir tapezieren. Das bedeutet, ich habe keine Zeit, noch weitere Videos zu produzieren und die Zusatzinfos werden jetzt immer am Ende kommen, wo ich noch ein bisschen erzähle. Ich habe auch Five Nights at Freddy's Video, werde ich auf jeden Fall auch demnächst bringen.
Das wird eine Vorstellung von dem Spiel sein, also auch nicht unbedingt so was Gruseliges. Diesmal ist es nur eine, also zwei etwas kürzere Creepypastas, die ich da vorgelesen habe. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und denkt immer daran, vielleicht sind die Geschichten nicht so gruselig, aber stell dir vor, dir würde das passieren.